Das Thema des Abends ist das Thema Tod. Drei Stücke, die auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema Tod umgehen. Ja, in Twice to the Heart erleben wir eine Frau, die ihren Mann mit zwei Stichen ins Herz getötet hat und sich nicht getraut hat, vor Gericht auszusagen, dass sie in Notwehr gehandelt hat, da sie schwer misshandelt wurde über Jahre hinweg. Diese Frau ist hochgradig traumatisiert und ist wie in einem Dauerflashback ihres Traumas gefangen, das sich wie eine stille Hölle, wie sie sagt, für sie immer dauerhaft wiederholt. Bei Death Knox sehen wir einen Moment, den kaum ein Mensch in seinem Leben mehrfach erleben darf, nämlich das letzte Stündlein hat geschlagen, der Tod steht vor der Tür in Form einer attraktiven jungen Frau und sagt so, Herr Ackermann, jetzt müssen Sie mal mitkommen. Er fängt dann an, um seinen Todeszeitpunkt zu spielen und er hofft sich, den angesichts des schlechten Kartenspiels seiner Partnerin immer noch eine Woche oder einen Monat oder sogar ein Jahr wieder hinauszuzögern. Herr Schönberg, das ist eine Frau, die nachts durch den Wald irrt. Sie sucht ihren Geliebten. Für mich ist es eigentlich ein zutiefst selbstreferenzielles Auseinandersetzen mit dem anderen. Und es ist eine Reise durch ihr Unterbewusstsein, durch alle Gefühle, die sie mit diesem Mann erlebt hat. Ich will fort. Ich muss ihn finden. Es muss schon spät. Der Reiz, diese drei Stücke zu inszenieren, war eben die drei sehr verschiedenen Perspektiven auf das Thema Tod und daraus quasi eine gemeinsame Komponente zu finden. Und aus dieser gemeinsamen Komponente heraus, nämlich dem Umgang mit Zeit und der Wahrnehmung von Zeit in den Stücken, daraus quasi einen Raum zu bauen, in dem das Ganze spielen kann, das war eigentlich der größte Reiz daran.